Was bisher geschah? Das, was Lego da macht, ist unerhört. Das geht gar nicht. Es werden Figuren immer und immer wieder neu verarbeitet. Es kommen einfach random ein paar Steine dazu. Hauptsache, ich kann das Set für 100 Euro vermarkten, obwohl nur eine Figur dabei ist. Das werde ich boykottieren und deswegen werde ich jetzt meinem Versprechen, ich werde jedes einzelne Lego Mario Set zeigen, ein Ende bereiten. Nie wieder Lego Mario hier auf diesem Kanal. 2 Monate später. Wow, was ist das denn? Das sind ja neue Flugschiffe. Die finde ich ja toll und Morten, den habe ich ja noch gar nicht. Geil. Aber ich will die ja nicht mehr. Aber vielleicht schenkt mir das ja jemand. Die folgende Szene ist nachgespielt und hat sich nicht 1:1 so ereignet, aber so ähnlich. Hey, mein Schatz. Du weißt ja, ich als Franzelda Funkel, ich weiß immer, was die Menschen sich im tiefsten Herzen wünschen. Denn bei mir gibt's ja auch den Herzalarm auf meinem YouTube-Kanal und auf Twitch. Weißt du ja, und ich habe gespürt, dass du dir vom tiefsten deines Herzens dieses Lego-Set wünschst. Und deswegen habe ich dir das hier geholt. Bitte schön, mein Schatz. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wow. Ja, dann das eine Set kann ich ja nochmal bauen, ne? Ja, kann ich auch sicher ein Video rausmachen, ohne dass ich meine Authentizität verliere. So oder so ähnlich hat es sich zugetragen. Und da sind wir also bei einem weiteren Lego Super Mario Video. Tatsächlich auch schon aus der Welle 6. Und ich kann euch nicht versprechen, dass es kritikfrei bleibt, aber für einen Moment setze ich mir den Mario-Hut dann wohl doch nochmal auf. Nach dem Vorspann wird's spannend. Moin zusammen, herzlich willkommen auf deinem deutschsprachigen Nerd-Review-Kanal hier auf YouTube für Klemmbausteine und Games, maßgeblich von Nintendo. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich freue mich, euch zu sehen. Ihr seht zwar mehr mich, aber im Herzen weiß ich, dass ihr da seid. Richtig cool. Und ja, da sind wir wieder bei Lego Super Mario und wir sind so ein bisschen in der Halloween-Zeit, wir sind im Halloween-Monat. Da habe ich gleich noch was zu sagen, deswegen sieht es hier auch manchmal so ein bisschen gruselig aus. Hier gibt es manchmal so Hände und so ein paar Geister und so weiter, also nicht wundern, denn sowohl auf Twitch wie auch auf YouTube ist Halloween angesagt aktuell. Deswegen wäre das Klemmbaustein-Set sehr passend, wenn es irgendwas Halloween-mäßiges wäre. Ist es aber nicht. Aber falls ihr sagt, oh, Lego Mario und Halloween passt doch vielleicht auch zusammen. Das stimmt. Es gibt Luigi's Mansion aus Lego. Habe ich aber schon reviewed und das Video findet ihr hier. Könnt ihr euch einfach mal anschauen an der Stelle. Falls ihr schon ein wenig in Halloween-Stimmung seid, ich kann euch empfehlen, gerne mal bei mir auf Twitch vorbeizuschauen. Da ist es sehr, sehr gruselig. Das ist immer gruselig, wenn ich vor der Kamera stehe. Aber da sind manche sehr unheimliche Wesen unterwegs. Und abgesehen davon spielen wir Luigi's Mansion 3 aktuell, bis es durch ist. Von daher, wenn ihr das Video seht, habt ihr bestimmt noch nicht allzu viel verpasst. Mein Twitch-Link findet ihr unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, euch mal live zu treffen, vielleicht mit euch sogar ein bisschen quatschen zu können, im Chat, im Discord. Was so möglich ist, macht mir immer großen, großen Spaß, dass wir uns auch dort wiedersehen. Und ansonsten, im Vorspann habt ihr Franzelda Funkel gesehen, war eventuell nicht die echte, man weiß es nicht, das überlasse ich euch, aber auch bei der ist auf Twitch ganz viel los an Halloween, gibt es ganz viele Gruselstreams und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist mega spannend, da gibt es auch ganz viel Make-up und ja, Kostümdesign. Franzelda Funkel verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und auch den Twitch-Kanal selbstverständlich. Ja, worum soll es heute gehen? Lego Super Mario. Es gab eine große Kritik in der letzten Welle, in der 5. Welle. Die habe ich noch komplett reviewed. Ich habe euch nämlich eigentlich mal versprochen, alle Sets werde ich euch zeigen, weil ich dachte, ich bin großer Fan, ich werde mir alle holen. Aber ab Welle 4 ist Lego sehr nachlässig geworden und sehr random. Und was ich damit meine, möchte ich hier nicht nochmal ausführen, aber falls ihr das Video nochmal sehen möchtet, die große Kritik ist auch angezeigt unten in der Videobeschreibung. Klickt da mal rein, hört euch das mal an. Und wie bei allen Videos, so wie auch bei dem Video, gibt es eine Kapitelunterteilung. Da könnt ihr einfach unten in der Videobeschreibung euch den Zeitpunkt raussuchen, das Thema raussuchen, was euch interessiert. Gilt auch hier. Das heißt, wenn ihr sagt, no, das Gelaber interessiert mich gerade nicht, ich will jetzt die Sets sehen, dann sucht ihr euch einfach den Part aus dem Video raus, worauf ihr Bock habt. Genau. Ja, und
Genau so, wie sich das im Vorspann abgespielt hat, war es ungefähr tatsächlich. Ich bin großer Fan von Flugschiffen und ich bin noch größerer Fan, dass es diese ganzen Lego Mario Cooperlinge gibt. Denn wir haben ja sowohl Bowser wie auch seine Kinder quasi schon partiell bekommen. Da sind ganz grandiose Figuren dabei. Ich hole sie mal einfach hier jetzt raus, wie zum Beispiel Wendy. Ne? Schaut sie euch an, ist sie nicht mega geil? Entsprechend fehlen aktuell eigentlich noch zwei Cooperlinge. Der eine ist Morten und der andere ist... ich habe den Namen vergessen. Schiebe ich euch nach. Roy natürlich. Roy. Und mit dem neuen Set haben wir ihn bekommen. Den zeige ich euch schon mal. Wir haben Morten bekommen. Und er ist großartig geworden. Guckt euch mal diese sagenhafte Figur an. Ich stehe voll drauf. Und der zweite Cooperling, dachte ich, wäre noch der fehlende, aber leider gab es den auch schon. Wie dem auch sei, es geht um Flugschiffe. Ich finde die Flugschiffe, also ich finde generell Schiffe aus Lego großartig. Und auch das erste Flugschiff, was es schon gab, das war auch toll. Und deswegen habe ich doch mein Auge drauf geworfen. Wie gut und wie schlecht das ist, das seht ihr gleich in der großen Review auf jeden Fall. Ich kann euch sagen, ein weinendes Auge, ein lachendes Auge. Wie das immer so ist, also das heißt meine Kritik, besteht weiterhin, aber dank des großzügigen Geschenkes von Franzelda bin ich im Besitz dieser beiden wunderbaren Schiffe und kann sie euch zeigen und ich dachte, das wollt ihr euch wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Und wenn ihr jetzt sagt, das gefällt mir, da habe ich Bock drauf und Videogames und Klemmbausteine sind eh mein Thema, Reviews kann ich gut gebrauchen, dann kann ich mich besser entscheiden zum Beispiel oder ich gucke mir das einfach mal an, auch wenn ich es mir selber nicht hole, dann seid ihr hier genau richtig, denn zwei Videos im Monat gibt es mindestens. Am Dienstag ist immer Klemmbaustein-Dienstag, und zwar der zweite Dienstag im Monat. Und der dritte Samstag im Monat ist immer der Gaming-Tag sozusagen. Da wartet auch eine ganze Menge noch auf euch, was ich schon vorbereitet habe. Aber diesen Monat, da ist es ein bisschen besonders. Normalerweise wäre jetzt am 21. Oktober das Gaming-Video rausgekommen. Seid nicht verwirrt, es kommt nicht raus am 21. Oktober, sondern am 31. natürlich. Denn da ist Halloween. Dieser Kanal ist wieder Teil der großen Halloween-YouTube-Show. Wenn ihr sagt, was bedeutet das? Hier ist auf jeden Fall mal ein Video dazu. Das könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen. Und in dem Stil werden wir auch dieses Jahr wieder ein Video entwickeln. Also es wird eine ganze Menge Spaß auf euch zukommen. Und wir schauen uns natürlich auch ein Nintendo Switch Gruselspiel an. Ihr könnt schon mal sehr gespannt sein. Nur es euch nicht wundert, am 21. Oktober gibt es kein Gaming-Video, sondern mal am 31. aus gegebenen Anlass. Und wenn ihr sagt, das gefällt euch alles, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben auf jeden Fall geht. Nicht vergessen. Und wenn ihr ein Abo dalassen möchtet, würde ich mich noch mehr freuen. Wir sind nämlich auf der Road 2000 und ihr wisst, das ist der große Sprung für jeden YouTuber. Ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin beisammen bleiben, wenn wir weiterhin so coole Videos machen können und du kannst mich dabei unterstützen. Vielen Dank schon mal im Voraus. So, da sind wir also im Review-Part und ihr seht jetzt hier tatsächlich drei Luftschiffe. Einmal die beiden Luftschiffe, um die es geht, mit ihren Cooperlingen zusammen. Und auf der anderen Seite seht ihr ein großes Luftschiff. Falls ihr sagt, oh, dazu hätte ich gerne mal eine ausgiebige Review, das ist ja das Bowser Luftschiff. Die gibt es natürlich, die findet ihr hier oben eingeblendet. Und ich nehme es gleich schon mal vorweg, das ist jetzt auch eine ganz spannende Review für mich, muss ich einfach mal sagen. Denn von allen Lego Super Mario Sets bis heute, also alle sechs Wellen durch, ist dieses Set mein absolutes Favoritset. Das sind 20 von 20 Sternen, wenn es nur 5 gibt, trotzdem 20 von 20 Sternen, weil hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und hier ist jede Menge los. Ich zeige gleich nochmal den wesentlichen Unterschied. Und der Vergleich ist auch heute durchaus berechtigt. Warum? Weil, ne, Preis ist ja immer so eine Frage an der Stelle. Das Set lag damals in der UVP bei 100 Euro, 99,99 und dieses Set hier liegt bei 84,99, also bei guten 85 Euro. Verdammt nah dran. Das heißt, wir können hier ähnlich viel erwarten eigentlich wie hier. Ne, zumindest, wenn man an der Stelle mal von der Idee und von der Preisgestaltung her ausgeht. Deswegen, ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich möchte aber trotzdem jetzt mal, weil das natürlich spannend für uns alle ist,
das Ganze mal einmal zeigen. Und aus der Nähe ist das hier Mortens Schiff. Ich finde es tatsächlich extrem gelungen, wie schön hier das Gesicht in der Großaufnahme sozusagen passt. Auch wenn man das mit dem Spiel vergleicht, wie gut dieses Schiff aussieht. Hier oben ist auch entsprechend quasi der Panzer nochmal abgebildet. Hier hinten ist entsprechend das bewegbare Flugding. Ein paar Laternchen sind dran und Morten ist dabei. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist halt an der Stelle einmal, dass das Segel abfällt. Da sehen wir schon mal, wie schön fest das hier alles ist. Und im Wesentlichen ist hier eine Aufnahme für Morten. Und wir können quasi den Unterleib von Morten, wenn man so will, hier tatsächlich aufsetzen. Dann schließt das hier auch bündig ab. Und er steht ordentlich und gerade auf dem Schiff drauf. Das ist richtig cool. Ja, dass das Segel jetzt abgefallen ist, ist ein schöner Vorführeffekt. Denn der Panzer liegt hier auch nur auf solche zwei Aufnahmen drauf. Und das sind für diesen riesigen, recht schweren Panzer mit Segel tatsächlich ganz schön wenig Aufnahmen. Es hält auch nicht richtig. Das kenne ich so von Lego überhaupt nicht. Ich kann das relativ leicht wieder abnehmen. Ich kenne die Klemmkraft da tatsächlich ein bisschen besser. Aber sei es drum. Kopf, Haare cool. Ne? Können wir auch direkt vergleichen, die beiden. Es sieht halt wirklich super aus. Ein Hämmerchen hat er noch irgendwie dabei. Ein Zauberstab natürlich auch. Ein Scancode ist dabei. Ne? Scancode, um das Schiff dann schließlich zu fliegen. Das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Und das zweite ist dann Larrys Schiff. Und Larrys Schiff hat natürlich die ähnliche Gestaltung. Also ich finde so vom reinen Angucken her ist das mega. Ne? Wir können auch die Gesichter nochmal vergleichen. Auch das passt hervorragend, obwohl das hier alles Brickbuild ist. Ich finde es nochmal sehr geil, wenn das Brickbuild ist. Mit Prinz natürlich auch mit dabei. Ne? Da, sag ich mal, will ja Nintendo auch gerne, dass das schick ist. Larry hingegen hatten wir schon. Ne? Also die Figur ist nicht neu. Die ist einfach nur jetzt hier nochmal mit dabei. Ja, was dazu führt, ich kann einen Larry in meiner Cooperling-Sammlung stellen und den anderen hier. Hier ist das Segel jetzt wieder fester, also hier funktioniert das komischerweise. Was hier auch geil ist, wir können hier den, seht ihr das? Den Anker runterlassen und wieder hochholen. Das ist nice, erinnert mich sehr an die alten Schiffssets. Ein schönes Feature auf jeden Fall. Und ich halte die beiden Sets mal nebeneinander, damit ihr mal seht, wie viel Umfang dabei ist. Ja, so. Das sind die beiden Flugschiffe. Larrys Schiff deutlich kleiner, passend auch zum Cooperling. Beide nicht so groß wie das 100€ Bowser-Schiff. Aber das war ja auch noch nicht alles. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die irgendwie auch wieder einfach so reingeworfen wirkt. Wir haben hier den kleinen Goomba mit dem Piratenhut, den ich übrigens sehr feier. Sehr coole Figur, schön, dass die aus Lego dabei ist. Den Hut kann man auch abnehmen. Ne? Dann haben wir einen normalen Goomba mit Scancode zum Besiegen. Und der steht am Strand. Er steht am Strand. Das sind einfach so ein paar Teile unzusammenhängend dabei. Die lassen sich auch mit den Schiffen nicht verbauen. Die lassen sich aber mit anderen Lego Mario Sets verbauen. Ich weiß gar nicht so genau, warum der dabei ist. Er stört mich auch eigentlich ein bisschen, weil das irgendwie Ersatzteillager ist. Lego, was habt ihr euch dabei gedacht? Was soll der hier? Ist ja süß, dass der dabei ist, aber was? Das ist wieder der Punkt. Ne? Wir sind noch nicht in der Review so richtig, aber das ist wieder der Punkt. Wir werfen einfach noch ein paar Steine rein, damit der Preis gerechtfertigt ist. Ja, das ist der Umfang und die Funktion vom Set. Wie gesagt, Funktionen können wir auch nochmal eben zusammen durchgehen. Hier haben wir Lego Mario, den wir aus seiner Halloween-Fassung rausholen. Und wir können natürlich ganz normal hier die Cooperlinge besiegen. Mit mehrfachen Schlägen. Das geht natürlich ohne Schwierigkeiten. Zack, so. Und wir haben auch einen Scancode innerhalb des Schiffes. Und ich glaube, das ist zum Übernehmen des Schiffes. Yes. Da haben wir diese typische, ich habe das Schiff übernommen und ich kann damit durch die Gegend fliegen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Mario schon mal so ein Schiff gekabert hat. Aber gut, ist natürlich ganz nett. Mit der Wolkenmelodie können wir Münzen sammeln. Und ja, das lohnt sich bestimmt, so ein Schiff zu kapern, wenn man Lego Mario spielt, weil da gibt es viele Münzen. Larry hat übrigens keine besondere Aufnahme. Den kann man nur einfach mit einem Fuß quasi auf die Steine setzen. Das ist nicht so schön durchdacht wie bei Morten. Ja. So viel zur Präsentation des Sets, das war's. Ne? Also mehr gibt es damit nicht zu spielen, es gibt keine anderen Sachen, die man finden kann, es ist nichts versteckt, das ist es. Sie sehen so aus, es gibt einen Scancode zum Schiff übernehmen, die Cooperlinge sind dabei, that's it. Ja, ich sag mal so, wir haben zwei Schiffe, die kann man schön ausstellen, man kann mit denen durch die Gegend fliegen, Mario kann sie kapern, es gibt die Cooperlinge, die dabei sind zum Besiegen, das ist natürlich alles nett.
Es ist jetzt keine Innovation. Es ist ganz schlichtes Lego Mario, wie man es kennt. Das ist so das, was wir sehen können an dem Set. Wir machen mal, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen und wirklich die Sets vergleichen bzw. eine Bewertung der Sets machen, machen wir mal einmal die Zahlen, Daten, Fakten dazu. Das Set ist freigegeben für das Alter 8+. Und es hat immerhin 1062 Teile. Also man baut auch eine ganze Weile daran, ne? Das muss man schon sagen. Es gibt auf jeden Fall 637 vorheriges VIP-Punkte, jetzt heißt es Insiders-Punkte, 637 Stück. Und das Ganze hat die Artikelnummer 71427. Ja, für Verkaufspreis UVP von Lego.com 84,99. Wird auch auf dem freien Markt verkauft, von daher gerne auch dann entsprechend dort, weil dann wird es sicherlich auch ein bisschen günstiger. Ich denke, das ist jetzt dann schon eben ein bisschen besser beschaffbar. So, das sind die Zahlen, Daten, Fakten. Ich möchte mal einmal auf den Bau eingehen, denn ihr wisst, für mich zumindest, bei Lego geht es darum, um das Bauerlebnis für mich. Das fertige Set ist natürlich auch mega, aber das Bauerlebnis ist so ein bisschen für mich das, worauf es ankommt. Und das war gut. Das haben wir zusammen auf Twitch gebaut. Und nochmal der Hinweis, in der Videobeschreibung steht es drin, dann verpasst ihr die Streams auch nicht. Gibt es natürlich auch VODs zum nochmal anschauen. Wir haben eine ganze Weile gebraucht. Also es waren bestimmt 5-6 Stunden insgesamt, die wir gebraucht haben für die Schiffe. Es ist auch nicht langweilig, weil man baut das Schiff schichtweise. Das sieht man hier auch ganz gut, ne? Also wir haben halt letztendlich den Kopf hier. Wenn ich den Kopf jetzt abtrenne, das versuche ich mal eben gerade, zack. Dann haben wir hier hinten die Aufnahme, das Drumherum, das Halsband sozusagen kann man auch entsprechend bauen. Ihr seht auch hier so eine schichtweise Geschichte. Man weiß lange Zeit auch nicht so richtig, was man da baut. Das finde ich auch ganz spannend. Und am Ende ist dann plötzlich das Schiff, was da steht. Ne? Also richtig schön. Die sind auch stabil, abgesehen davon, dass das Segel jetzt hier abgeht. Aber der Rest von dem Korpus ist stabil. Da kann man gut mit spielen. Das Segel wird schnell verloren gehen. Der Cooper-Linguine, auf den ich aufgepasst, wird wahrscheinlich auch. Aber ist eine nette Sache auf jeden Fall an der Stelle. Und das gleiche gilt für das kleine Schiff, das war natürlich deutlich schneller fertig. Sehr viel Kleinkram. Gehen wir mal auf das Baualter 8+. Ja, man braucht nicht unbedingt Hilfe eines Erwachsenen, man sollte aber mit filigranen Sachen umgehen können. Und deswegen sind hier die ganzen Kleinteile, man sieht hier den Panzer jetzt hier auch, ne? Die ganzen Kleinteile muss man natürlich hier zusammenbasteln. Auch hier die Frisur, die ist ja wieder separat gebaut und wird hier eingesteckt. Auch ganz pfiffig gelöst, ne? Also ich habe hier die Frisur. Und die kann ich halt hier auf eine Aufnahme stecken, zack, so einen Haken. Und dann kann ich den Kopf am Ende hier vorne so dran stecken. Und dann haben wir das Ganze. Also pfiffig gelöst. Ich finde erstaunlich, was für eine geile Optik dabei zustande kommt. Und ich stehe total auf das Design. Ich mag total die Schiffe. Ich erkenne sie wieder. Und der Bau hat Spaß gemacht. Das sind absolute Pluspunkte für überhaupt ein Lego-Set. Lego ist da wieder, was das betrifft, voll im Rennen. Ja, und jetzt muss das Set den Vergleich durchmachen. Denn es ist absolut vergleichbar. Es ist nämlich das gleiche Thema, es ist die gleiche Art von Schiff, sage ich jetzt mal. Und es geht um Figuren und so weiter, die man auch gerne haben möchte. Deswegen mal der Vergleich zum anderen Set. 99,99 hat auch das 8+ Set hier gekostet, hatte 1152 Teile, 90 Teile weniger als das Set. Es ist auch eine vergleichbare Steinemenge tatsächlich. Genau, und es hat die Nummer 71391. Insider-Punkte weiß ich nicht, für die Lego-Seite leider nicht mehr. Ja, und das ziehen wir jetzt auch mal ran. Zuallererst. Es gab hierzu eine Röhre, mit der man sich abschießen kann, womit Lego Mario dann quasi, ne? Das kann ich auch mal kurz zeigen. Habt ihr vielleicht im Video auch gesehen. Mario kann hier rein. Dann haben wir so eine klassische Röhre, wie aus Mario 64 eigentlich. Das ist schon ganz geil. Und genau, so können wir auf das Schiff fliegen. So eine Startröhre, eine ganz besondere. Das war jetzt ein Mitbringsel, im Gegensatz zu einem Goomba, ne? Also im Vergleich gab es das hier dazu. Das macht mehr Sinn. Wir haben eine Startröhre. Ne? Start und Ziel, finde ich, sollte sowieso mal dabei sein. Und es ist ein cooles Item, weil man das auch aus Mario 64 kennt.
So, das war das, was dabei war. Da schneidet das Schiff schon mal besser ab, würde ich jetzt mal sagen, weil es mehr Sinn macht auf jeden Fall. Ne? So, und jetzt versuche ich mal vorsichtig, ohne alles kaputt zu werfen, das Schiff hier ins Bild zu holen. Guckt euch diesen Klopper an, ja? 90 Teile weniger, aber ich meine, gut, es ist auch das Bowser-Schiff, wohlgemerkt. Nehmen wir jetzt mal das größte, das Morten-Schiff. Hier auch, großes Lob an Lego, das Verhältnis stimmt. Wenn ihr euch das mal im Spiel anguckt, das Verhältnis passt auf jeden Fall. Aber natürlich ist das Morten-Schiff relativ klein. Da ist halt viel Kleinkram verbaut, natürlich auch. Ne? Zugegebenerweise, bei dem Bowser-Schiff gibt es leider keinen Bowser dabei. Aber auch hier vorne natürlich das Bowser-Gesicht. Hinten im Übrigen auch nochmal, sehr spannend. Und als Figur gibt es hier Kamek dabei, was ja auch nicht so weit hergeholt ist, auf seinen Flugbesen. Das ist ganz spannend auf jeden Fall. Und was man mit dem machen konnte, man konnte jetzt hier die Teile abbauen. Relativ easy sogar. Hier auch. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, deswegen zeige ich euch es einfach jetzt nochmal. Ah, hier ist das Segel. Hier ist das Segel aber auch nicht richtig drauf, ne? Naja. ich konnte dann den hier machen. Das ist alles ungeprobt hier, ne? alles ungeprobt. Wahrscheinlich geht es jetzt kaputt. Zack. Und zack. Dann haben wir ein noch viel riesigeres Schiff mit einem super Spielfeature. Hier ist nämlich jetzt Bowsers Hand, die man bekämpfen kann. Die war ja auch mit drin. Also man kann einen großen Bowser sich fast hier raus zusammenbauen, wenn man das möchte. Und jetzt hat man so ein Riesenschiff, auf dem man halt auch den Goomba mit dem Hut hat, den man besiegen kann. Und darunter ist dann auch noch der Monty Mole, der ja hier normalerweise mit Schraubenschlüsseln um sich wirft. Ja, das ist das Set. Mega spannend, wie ich finde. Mega viel zu sehen. Das muss ich jetzt mal eben beiseite stellen, sonst geht mir gleich wirklich was kaputt. Ja, und wir ziehen wirklich mal den Vergleich zwischen diesen beiden Sets. Nochmal als Erinnerung, bei diesem Set gab es viele Spielfeatures. Man konnte Bowsers Hand aufstellen, man konnte Kamek davor setzen und man musste quasi Kamek gegen eine Zielscheibe schießen, um Bowsers Hand lahmzulegen. Kamek musste vorher runtergeworfen werden und besiegt werden und dann hatte man quasi die Hand außer Gefecht gesetzt. Dann gibt es oben noch die Möglichkeit, per Pow-Block den Goomba und den Maulwurf wegzuschießen und dann konnte man das Schiff übernehmen. Das war ziemlich spannend. Man kämpft quasi gegen das Schiff. Die Größe ist bestechlich, weil diese geile Spielfunktion mit dem Aufklappen einfach sowieso geil ist. Habe ich so bei Lego noch nicht gesehen. Finde ich mega. Sehr innovativ, sehr original, sehr schöne Spielideen. Es fehlt vielleicht Bowser noch dabei, aber vielleicht wäre das auch einfach ein Schritt zu viel gewesen. Ja, und wir haben hier drei Figuren. Monty Mole, den Goomba und Kamek. Plus eine sehr sinnvolle, schöne Startröhre, die man gut gebrauchen kann, die auch noch eine kleine Funktion hat. Das Ganze für 100 Euro auf 1152 Teile. Bombe. Hier sind die ganzen Spielfeatures nicht da. Das muss ich einmal mal sagen. Es gibt hier keine Spielfeatures. Es sind ja Spielsets, es sind Kindersets. Und ich bezahle einfach fast das Gleiche und habe sogar die gleiche Menge an Teile, aber hier sind keine Spielfeatures. Ich kann irgendwie den Morten besiegen und das Schiff übernehmen. Ja, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Ich wüsste jetzt auch, wenn man meckert, sollte man immer Verbesserungsvorschlag haben. Den habe ich nicht. Aber ein Verbesserungsvorschlag wäre wahrscheinlich, zumindest den Preis ein bisschen zu senken. Weil es ist wirklich was für die Sammlung. Es ist wirklich was, um es zu haben. Aber es ist jetzt halt nicht das große Spielset, was hier steht einfach. Ne? Das muss man einfach mit sich vor Augen halten. Das gleiche gilt halt für das andere Schiff. Ja gut, es gibt eine Funktion, Entschuldigung, es gibt eine Funktion und das ist hier natürlich, wir drehen am Segel und können hier den Anker rauslassen. Das ist so richtig klassisch Lego, das feiere ich auf jeden Fall. Ne? Da habe ich Freude dran. So, das in jedem Fall gibt es aber auch nur hier, bei dem Morten gibt es das wiederum nicht. Ich finde die Ungleichheiten innerhalb des Sets auch schwierig. Ich finde es komisch, dass der einen Anker hat, der nicht. Vielleicht ist es ja in-game so, das weiß ich nicht so genau, wenn sich darauf bezogen wird. Ich finde es komisch, dass Morten einen Aufsatz hat, Larry nicht. Und ja, und die Beigabe, das eine war eine Röhre, das war das hier, war das schlechte Gewissen, wo Lego gesagt hat, oh, dann packen wir zumindest noch den süßen Goomba dabei, dann haben die keinen Verlust, weil den gab es von dem anderen Set ja auch. Also das ist eine Sache, die man eigentlich wegtun kann. Ne? Die braucht man eigentlich gar nicht mehr. Ja, von daher, im direkten Vergleich stinken die Sets ziemlich ab. Ne? So, sie sind was fürs Regal und wir haben die Figuren. Hier können wir das Kind
ich will jetzt nicht sagen, einen halben Tag beschäftigen. Aber hier kann man schon mit spielen. Das ist nice, wenn ich das Ding habe und das zum nächsten Kindergeburtstag mitbringe. Wir spielen Lego Mario und der hat seine Burg und ich habe mein Flugschiff. Da bin ich hier der Geilste auf dem Kindergeburtstag. Ne? Hier bei den Dingern, ja, ganz hübsch. So, das ist so ein bisschen das, was ich hier als Kritik so ein bisschen anbringen möchte. Ne? Das sind ein paar Kontrapunkte tatsächlich. Und es schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe von meiner letzten Kritik, die ich hatte. Denn wir haben eine Figur, die wir wollen, eine Figur, die wir schon haben. Gut, vielleicht haben wir sie noch nicht, dann ist es natürlich nett. Aber man muss ja auch davon ausgehen, dass die Sets deswegen gekauft werden. So, warum ist jetzt hier nicht Roy dabei? Warum ist nicht Roys Flugschiff dabei, damit wir zumindest die Cooperlinge komplett haben? Nee, es wird gedehnt. Und ich vermute mal, Roy wird auch mit einem Luftschiff kommen. Aber dann wieder mit einem anderen Cooperling, den wir schon haben. Irgendwie sowas. Finde ich nicht nett. Ist einfach nicht nett von Lego, was die da veranstalten. Und es ist eine schöne Idee. Die beiden sehen aber auch ziemlich mickrig gegenüber diesem riesigen Schiff hier aus. Muss man einfach mal feststellen. Es ist, ich muss aber auch nochmal ein großes Plus Lego geben. Denn die Optik ist getroffen. Das Verhältnis zwischen den Luftschiffen ist getroffen. Und die Idee ist sinnvoll. Ne? Anstatt Donkey Kong Sets raus. Auszuhauen. Das war eine Kritik, die ich letztes Mal schon geäußert habe. Die Donkey Kong Sets interessieren mich auch wirklich nicht, die bleiben eiskalt liegen. Ist das sinnvoll als Ergänzung hierzu? So, da bin ich der Meinung, da ist Lego schon wieder so ein bisschen auf dem richtigen Pfad, mit Nintendo zusammen natürlich. Mal sehen, wie es weitergeht. Ne? Es ist halt alles so ein bisschen auseinandergezerrt. Ja, das nächste große Set, was jetzt kommt im November, das ist die Piranha-Pflanze. Die blende ich euch hier mal ein. Und ich bin da auch noch unentschlossen. Da sind wir bei 500 Teilen für 64,99 €. Ist schon mal preismäßig ganz okay, glaube ich. Aber so 100% toll sieht die Pflanze auch nicht aus, finde ich. Bin ich auch noch nicht sicher, ob ich die brauche in der Sammlung, ob ich die euch zeigen möchte. Aber es gibt bestimmt andere YouTuber, die euch das zeigen werden. Von daher, wir schauen mal. Hier bin ich ja auch weich geworden und ohne das Geschenk hätte ich es nicht gehabt, glaube ich. Aber ich bin da sehr dankbar, weil ich mag diese beiden Schiffe einfach sehr. Ja, darf ich das mal sagen? Ganz explizit, ich mag sie einfach sehr. Und ich finde auch, dass Lego und Nintendo das ganz gut hinbekommen haben halt. Aber im Vergleich stinken sie halt ab. Und hier sieht man die neue Lego-Nintendo-Strategie. Und hier sieht man die alte Lego-Nintendo-Strategie. Die mag ich, die nicht. Die Sets liebe ich. Liebe Franzi, lieben Dank nochmal. Ja, ihr seht, ich bin ziemlich hin und her gerissen, was dieses Set betrifft. Aber ich ziehe natürlich auch mein Fazit an der Stelle. Und sag von 5 Sternen, oder ihr seht es jetzt hier unten in Form von Smileys, von 5 Sternen gebe ich dem Ganzen so 3,5. Ne? Es kommt Freude auf, ich bin glücklich, ich freue mich, diese Sets zu haben. Es ist eine durchschnittlich gute Anschaffung für einen viel zu hohen Preis. Und ja, da sind wir eigentlich auch an der Stelle, wo ich das Ganze abrunden kann. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Kaufempfehlung oder nicht? Nee, kommt drauf an, ne? Kommt drauf an. Also wenn es um das Kind geht, was spielen möchte, nee. Dafür ist es mir ein bisschen zu wackelig, dafür ist nicht genug los hier, da landen die Teile irgendwo in der Kiste und man sieht sie später nicht wieder. Bei dem Set, für ein Kind zum Spielen, super. Was die Sammlung betrifft, Bombe. Ja? Ihr seht, ich bin in 2 Teile geteilt, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten nach dem letzten Video. Na, wie ist eure Meinung dazu, zu diesem Lego-Set? Eher Daumen nach oben oder eher Daumen nach unten? Ihr seht, ich bin selber sehr unentschlossen, aber unterm Strich muss ich sagen, nice to have für die Sammlung. Und ich bin gespannt auf Nintendo Strategie. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt immer in 2er-Grüppchen solche Schiffe rauskommen und dass da immer eine Figur dabei ist, die wir gerne haben möchten und eine, die es vielleicht schon gab. Ich würde die Strategie aber auch nicht so schlecht finden, um ehrlich zu sein, weil wir kennen das aus New Super Mario Bros. Bowsers Flugschiff fliegt durch die Gegend und die anderen Flugschiffe fliegen hinterher. Und es wäre natürlich cool, diese Szene so ein bisschen nachstellen zu können oder einfach die Schiffe nebeneinander auf dem Schrank stellen zu können. Ne? Wäre nicht verkehrt. Mit der Preisstrategie muss natürlich jeder selber wissen. Ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Hinterlasst mir eure Meinung definitiv bitte in den Kommentaren. Bin ich da vielleicht auch zu kritisch irgendwie? Denkt ihr, Mensch, Review Switch, entspann dich mal. Ist doch cool, dass es solche Lego-Sets gibt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und
Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wenn ihr so lange schon dabei seid, dann ist ein Daumen nach oben auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, weil dann gefällt euch das hier auf jeden Fall. Und wichtiger Hinweis nochmal, diesen Monat gibt es am 31. Oktober, an einem Dienstag tatsächlich, ab 16 Uhr, wenn ich mich nicht irre, anlässlich der Halloween-YouTube-Show 2023 das neue Video. Es erwartet euch wieder ein neues Gruselvideo. Die alten Videos findet ihr auch auf dem Kanal. Eingangs habe ich euch schon mal ein Video angezeigt. Ich packe euch hier oben mal gerade noch eins rein und ich kann euch schon mal so ein bisschen spoilern, was für ein Game es geht. Hinter mir seht ihr ja die Hall of Fame. Und es geht an der Stelle nicht um ein Original Nintendo Spiel, aber ein Spiel, was auf der Nintendo Switch zu Hause ist. Und zwar Little Nightmares 2. Und ihr seht schon, auch ein Geschenk von Franzi. Nochmal ganz lieben Dank auch für das Lego Set, aber insbesondere auch hierfür. Das ist die Collector's Edition mit einer Figur drin. Und was da so drin steckt, das unboxen wir in dem Video. Und wir schauen uns natürlich die ersten paar Minuten, sage ich jetzt mal, aus dem Spiel an. Little Nightmares 1 haben wir schon gemacht. Das Video verlinke ich euch auch nochmal. Das ist hier zu finden. Ist auch ein Halloween-Schocker-Video. Und Little Nightmares 2 schauen wir uns auch nochmal an. Ich bin sehr gespannt drauf, auch wenn ich nicht so der Gruselfan bin. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir sehen uns dann dementsprechend an Halloween. Haltet euch fest, es wird gruseliger. Vielleicht sollte ich FSK 18 dran schreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zocken, Lesen, Bauen, was immer ihr als Nerds macht, was wir Nerds halt gerne machen. An der Seite findet ihr zwei Videos, die euch auch vielleicht interessieren könnten. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.